Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 9. bis zum 15. März 2020. Ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Falls du das erste Mal hier gelandet bist, mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich unterstütze Menschen dabei, ja, ihre Blockaden zu lösen durch Energiearbeit und ihre spirituellen Talente mehr und mehr zu entfalten. Ja, dass du wirklich in der Lage bist, deine Ziele mehr und mehr zu erreichen. Ja, auch deine Ziele zu erkennen. Und das mache ich mit meinen Seminaren, mit meinen Energiekreisen. Schau dich dazu gerne auf meiner Homepage um, wenn du magst, wenn du dich für meine Arbeit interessierst. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit den Karten für die nächste Woche. So, ihr Lieben, und da haben wir wieder alles aufgebaut. Ihr könnt wieder euch natürlich eine Seite aussuchen. Und ich habe wieder eine Kollektivbotschaft ausgewählt mit den Karten von mir, Heilung der Engel, und von der lieben Heike Bender, Göttinnen Lichtbotschaften. Und ich werde dann zum Abschluss noch eine Karte Blockadenlöser der Engel, eine Karte ziehen und eine Live-Karte ziehen für ein Thema, was bei dir gerade nicht so läuft, wo wir dann auch im Anschluss die Energieübertragung für dich machen werden, für dein Thema machen werden. Auf der rechten Seite gibt es die schöne Selbstliebe-Pyramide mit meinem Engelsymbol auch eingearbeitet hier vorne. Und ich habe so tolle Rückmeldungen von euch, wirklich jede Woche. Ich freue mich da riesig drüber, weil ich sie einfach auch so liebe. Genau, die ist diesmal für die rechte Seite, falls dich das anzieht. Und auf der linken Seite haben wir diesmal die Orgonitkette, auch zum Thema Selbstliebe, mit Erzengel Schamuel-Energien und auch meinem Engelsymbol mit eingearbeitet. Auch Orgonit, auch wunderschön mit Rosenquarz und Bergkristall eingearbeitet und Edelmetallen. Und der Anhänger ist diesmal aus 925er Silber. Dann hält das auch alles besser und färbt auch nicht ab. Ja, dazu gibt es das Lederband. Und wenn dich diese Kette diese Woche anzieht, dann ist das deine Seite für die kommende Woche. Ja, ich würde sagen, nimm dir einen Moment Zeit dafür, entspann dich nochmal und schau einfach, welche Seite dich mehr anzieht. Ja, du kannst auch die Engel mit einbeziehen. Und wir haben auch diesmal eine Katze dabei, die habe ich auch geschenkt bekommen. Wunderschön. Das sind diese ganzen Willow Tree Sachen. Ganz süß. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Da muss ich auch Werbung sagen, wenn ich natürlich hier solche Namen erwähne. Und aber unbezahlte Werbung. Und ja, ich würde sagen, ich beginne einfach mit der Kollektivbotschaft und dann hast du auch noch einen Moment Zeit, dich zu entscheiden, welche Seite für dich die stimmigere ist. Und ich beginne mit der Karte Heilung der Engel als Allgemeinbotschaft. Ach nee, es sind die Chakra-Karten diesmal. Schaut mal. Ja, gut, habe ich hinten nicht drauf geschrieben bei meinen. Okay, es geht also um den Seelenstern in der kommenden Woche. Und das Seelenstern-Chakra steht für ein starkes Bewusstsein trotz der Erdverbundenheit. Also es geht auch um die Weiblichkeit, um die weibliche Energie. Und Erzengel Zadkiel unterstützt uns dabei, wenn wir mit dem Seelenstern-Chakra arbeiten. Und ich würde sagen, wir nehmen dann auch das Seelenstern-Chakra mit in die Energieübertragung rein für nachher, ja, weil der Seelenstern ist dann anscheinend auch ja wichtig für uns, ja, in der kommenden Woche. Super. So, jetzt kommt von der Heike Bender die Botschaft. Und da schauen wir mal, was zu uns möchte. Was ist das Thema? Und da zeigt sich Heiterkeit umgibt dein Sein. Wow. Ja, also scheinbar nehmen wir die Dinge dann nicht so ganz so tragisch, nicht so ganz so eng. Ich schaue mal, leg das mal hier so ein bisschen nebeneinander, was die Heike dazu schreibt. Heiterkeit umgibt dein Sein. Ich glaube, die hatten wir noch nie in einem Orakel. Mal gucken, ob ich sie gleich finde.
So, da haben wir's. Und zwar sagt die Karte von der Heike: Schau, ein Lächeln ist in deinen Augen. In dein Gesicht huscht ein liebevolles Lächeln. Du bist in Vorfreude auf das, was kommt. Du weißt noch nicht genau, was es ist, aber du spürst die Freude in dir. Du spürst es in deiner Umgebung. Eine Leichtigkeit umgibt dich. Heiterkeit umgibt dein Sein. Ja, also scheinbar gibt es da Gründe, die uns ja lächeln lassen, die uns glücklich sein lassen. Also vielleicht hast du da so eine positive Wendung in dir, in der kommenden Woche. So eine Ahnung vielleicht auch darauf. Es gibt natürlich jetzt auch so, es wird heller, ne? Der Frühling kommt, so Anzeichen von dem Frühlingserwachen. Ne? Die Krokusse kommen raus und die Natur ist wirklich auch schon da, ja, im vollen Gange, sage ich mal. Und das finde ich immer auch so schön. Ja, da hat man dann natürlich auch immer ein viel, viel heiteres Gemüt, wenn man merkt, das geht jetzt wieder bergauf und der Frühling kommt. Ja, also das kann wirklich in der kommenden Woche so das Thema sein. Kann aber natürlich auch sein, dass du selbst einfach gut drauf bist, dass du eine gute Energie hast. Ja, mit dem Seelenstern in Verbindung kann das natürlich auch wirklich sein. Ja, dass wir uns einfach so sehr stark verbunden fühlen, also angebunden fühlen auch. Und das kann natürlich auch damit gemeint sein. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der linken Seite, wie immer, für alle, die die schöne Orgonitkette gewählt haben. Und ich beginne mal mit der Karte von der Sandra Fehrenberg. Und zwar sind das die Karten. Folge deinem Herzen und da schauen wir mal, was sich für euch zeigt auf der linken Seite. Und da kommt die Ahnenkraft. Deine Wurzeln tragen dich. Tauche ein in die Urkraft deiner Ahnen, denn wir sind die Summe deiner Vergangenheit. Daher werde dir über den Ursprung deiner Seele bewusst und trete deinen Ahnen respektvoll und voller Dankbarkeit entgegen. Löse alle Zweifel auf. Ja, da kann es sein, dass bei euch wirklich noch mal so Ahnenthemen hochkommen. Vielleicht machst du da auch gerade, ja, vielleicht beschäftigst du dich auch gerade mit Ahnenthemen. Zeigt sich halt auch die Dankbarkeit, ne? Der Engel der Dankbarkeit hat sich hier hingestellt, ne? Vielleicht, dass du auch einfach dankbar bist für dich, für dein Sein, für deine Familie. Vielleicht hast du da gerade Themen auch aufgearbeitet. Das kann jetzt wirklich sein, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Wir gucken mal weiter. Die Karte für den Beruf. Ich habe die Flow-Karten diesmal genommen. Wow, da sieht es auch gut auf. Da öffnen sich Türen. Lasse dein Licht strahlen. Diese Karte versichert dir, dass du alle Aufgaben meistern wirst. Jetzt öffnen sich neue Türen für dich. Habe den Mut, hindurchzugehen. Es kommen jetzt neue Menschen in dein Leben und neue Talente entfalten sich mehr und mehr. Dein Herz zeigt dir dabei immer genau den richtigen Weg. Ja, vielleicht hast du Pläne in der kommenden Woche für deine Beruflichkeit, also beruflichen Themen, für deine Berufung. Ja, vielleicht möchtest du einen neuen Job beginnen, vielleicht bist du arbeitslos und es öffnet sich jetzt eine Tür für einen neuen Job, wo es vielleicht, den du vorher vielleicht gar nicht sehen konntest, der nicht sichtbar war. Oder aber wenn du auch selbstständig bist, da kommen jetzt neue Projekte, neue Menschen, mit denen du vielleicht auch zusammenarbeiten möchtest. Kooperationen, also all solche Sachen können dir da jetzt begegnen. Das finde ich total spannend. In Verbindung mit der Ahnenkraft, auch auf die Berufskarte, kann es wirklich sein, dass da noch alte Talente immer mehr entfalten sich. Ja, die kommen jetzt und werden wach. So eine Urkraft, ja, ich bin ja auch am neuen Kartenset dran. Auch da gibt es wieder so viele neue Energien, die jetzt auch auf uns zukommen, die ich auch wieder in ein Kartenset gerne bringen möchte, die dich wirklich mit dieser Urkraft verbinden, nochmal ganz neu verbinden. Und da wird auch dieses Mal wieder natürlich eine Pyramide dabei sein. Und es geht ganz sehr stark um die Farbe Türkis. Ja, also die wird auch Türkis sein. Und da geht es wirklich um die Urkraft, die jetzt wieder erweckt werden möchte. In uns allen, um diese alten Talente, alten Sachen zu entfalten, die ja letztendlich auch durch die Ahnen, ne, kommen, mit denen wir auch immer noch verbunden sind. Und da kommen jetzt ganz tolle Energien. Also seid da gespannt auf die neuen Karten. Die sind auch schon in Arbeit.
Und sind natürlich auch wieder Energiekarten, mit denen ihr energetisch arbeiten könnt und noch mehr auflösen könnt, noch mehr energetisch bearbeiten könnt. Also ganz, ganz spannend. Ja, dann gucken wir uns auch die Blockadenkarte zu dem Thema an. Also was kann da jetzt sich noch zeigen in der kommenden Woche? Und da kommt auch noch die magische Wunscherfüllung. Wow. Ja, also das ist wirklich so bei euch hier ganz besonders die Seite von der Energie. Also da merke ich richtig so einen Schubs nach vorne. Also wenn du jetzt auch gerade dich nicht getraut hast, dich selbstständig zu machen oder was auch immer, ihr werdet in der nächsten Woche so einen Push kriegen, auch wenn du, egal in welcher Situation du bist, es geht nach vorne bei euch hier auf der linken Seite, ganz, ganz klar. Und mach dir auch bewusst, was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche. Ja, schreib dir das auch auf, ist immer ganz gut, auch wenn du es dir aufschreibst, wenn du das schriftlich machst. Ne? Der ein oder andere hat sicherlich auch das Vision Board schon für das Jahr gezeichnet und guck da nochmal drüber, was sich vielleicht schon erfüllt hat, was du noch dazu nehmen möchtest. Also da geht es jetzt wirklich auf diese Wunscherfüllung. Die Karte hier ist ja auch eine Energiekarte, wirkt jetzt auch schon die ganze Zeit ja für dich. Also auch dafür, dass du Impulse bekommst, ja, einfach richtungsweisende Hinweise vielleicht auch im Außen bekommst, mega spannend. Guck einfach mal, was da im Außen auch auf dich zukommt in der kommenden Woche. Ganz, ganz klar, auch über Menschen, die dir natürlich auch Ideen bringen können und so weiter. Dann haben wir die letzte Karte auch von der Sandra Fehrenberg und das sind die Karten Veränderung entsteht in dir. Und da kommt auch noch die geistige Führung. Oh, wow. Also wirklich, ihr seid hier, also du bist auf der linken Seite das Glückskind für die kommende Woche bisher. Wir haben ja die rechte Seite noch nicht gesehen. Also ich bin bei dir immer. Du folgst immer mehr deiner Intuition und gehst immer weniger in den Vergleich und spürst unsere Anwesenheit auf deine Art und Weise. Du bist bereit für deine Transformation. Fühle und wisse, du bist nicht allein. Du wirst gehört. Sprich mit uns über die Sprache deines Herzens. Helfen wir dir in jeder Situation. Du erfährst mehr im meditativen Sein und in deinem Alltag spüre. Ja? Also es geht um deine geistige Führung. Du bist da wirklich angebunden, auch an die Ahnen in der Woche angebunden. Also wirklich ganz toll. Guck, was sich da zeigt. Wenn du jemand bist, der täglich meditiert, kann es wirklich sein, dass dir da Hinweise auch nochmal über die Meditation geschickt werden. Also schreib da auch alles auf, Ideen, alles, was da kommt, der ganze Input, schreib es dir auf. Weil manchmal vergisst man das dann auch. Ne? Wenn man im Meditieren ist und sich das nicht gleich aufschreibt, dann kann es wirklich sein, dass es hinterher einfach weg ist. Also ich habe da wirklich immer so meinen Block und meinen Stift bei mir liegen und mache mir dann auch gleich die Notizen, wenn ich wieder wach bin, wenn ich wieder da bin. Ja? Und das rate ich euch halt wirklich auch. Ne? Und gerade ihr jetzt auf der linken Seite, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Energie. Und schaut einfach, dass, ja, dass das wirklich auch, dass ihr da alles mitnehmen könnt, was euch da gebracht wird. Ja. Ja, ihr Lieben, und dann sind wir schon auf der rechten Seite. Wenn du dich für die Pyramide entschieden hast, dann schauen wir auch hier, was ihr für Karten habt für die kommende Woche. Die erste Karte ist von der Sandra Fehrenberg, Folge deinem Herzen. Wow, und da zeigt sich bei euch der Rückzug, ja? Es ist an der Zeit, auf Abstand zu gehen. Nimm dir eine Auszeit oder erlaube deinem Gegenüber Rückzug. Jetzt ist es wichtig, in die Selbstfindung zu gehen. Tauche in die Stille deines Seins, atme und sei. Mache eine schöne Meditation und verbinde dich mit deinem Higher Self. Ja, also da geht es wirklich bei euch um den Rückzug. Ja, vielleicht bist du ein bisschen gestresst gewesen die letzte Zeit, war dir vielleicht alles ein bisschen zu viel. Bei euch steht auch der Engel, der hier das Herz hält. Ja, also es geht wirklich darum, mehr auf dich selber zu achten, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Und das ist in der ganzen nächsten Woche wirklich an erster Stelle auch zu sehen. Wir gucken mal, wie das im Beruf aussieht bei euch. Flow der Engel. Und da zeigt sich die Verantwortung. Ja.
Liebe, was du tust, oder ändere es. Ne? Das ist so ein bisschen wie dieses Love it, change it or leave it. Vielleicht bist du da auch nicht so glücklich in deinem Beruf. Ne? Das kann natürlich jetzt auch sein, dass du deswegen insgesamt noch mehr auch in den Rückzug gehst, weil du beruflich auch nicht ganz glücklich bist. Ja? Und da geht es wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen. Es ist jetzt an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Du entscheidest ab jetzt, welchen Weg du gehen willst. Auch wenn andere in deinem Umfeld nicht verstehen können, welchen Weg du gerade eingeschlagen hast, rechtfertige dich nicht für deinen Weg. Es ist individuell dein Weg. Stehe dazu. Und diese Karte gibt dir auch nochmal die nötige Kraft dazu. Ist eine Energiekarte, wie auch all meine Karten. Mach dir ein Energiewasser damit und arbeite mit diesen Energien, arbeite mit der Karte. Wenn du sie hast, ansonsten halte ich das ja jetzt hier auch in die Kamera. Du kannst die Kamera anhalten und das zum Beispiel auch zum Meditieren nutzen, wenn du magst. Ja, also das hat dann auch eine Wirkung über das Video. Scheinbar ist da etwas zu ändern. Also guck mal, was du verändern möchtest. Vielleicht fühlst du dich nicht mehr wohl in deinem Job. Und vielleicht ist es auch einfach nur mal so ein Ding. Schreib einfach mal eine Bewerbung, um einfach dein Marktwerk zu testen. Auch wenn du am Ende vielleicht da nicht weggehst oder vielleicht dann auch doch, wenn es dir besser gefällt oder was Besseres in Aussicht ist. Also es geht wirklich darum, einfach zu probieren. Bleib nicht in dieser Hilflosigkeit stecken, dass du denkst, boah, ich bin viel zu alt, ich krieg sowieso keinen Job mehr. Ja, es ist alles, das sind immer diese ganzen Bullshit-Gedanken. Ist alles nicht wahr, ja. Und guck einfach mal, was da noch möglich wäre. Also ich glaube, da ist irgendwie, stellst du dein Licht auch so ein bisschen unter den Scheffel. Und vergiss auch nicht, selbst wenn du jetzt ein gewisses Alter hast und meinst, du kriegst in dem Alter keinen Job mehr, es ist auch immer noch wichtig, du hast ja deine ganze Berufserfahrung. Und das ist auch nicht, ja, nicht ohne, ne? Das ist auch von Vorteil, ja? Und guck mal wirklich, wo du dich da schlechter machst, als du wirklich bist, ja? Wenn du arbeitslos bist schon eine ganze Weile und da unzufrieden bist, heißt das jetzt, übernimm Verantwortung, ja, also geh nach vorne. Es heißt wirklich, aktiv zu werden. Diese Karte sagt dir, werde aktiv, ne? Und warte nicht, dass irgendjemand bei dir an der Haustür klingelt und sagt, ich habe einen Job für dich, sondern es ist an der Zeit, dass du aktiv wirst, ne? Im beruflichen Bereich. Ganz, ganz klar. Eine ganz klare Ansage und auch Hinweis, etwas zu tun. Ja, dann haben wir die letzte Karte von der Sandra, die zweite. Und das ist die Karte Veränderung entsteht in dir. Und da gucken wir jetzt auch nochmal, wow, da zeigt sich die Liebe. Ja, die Liebe ist positiv zu sehen, auch für dein Liebesleben. Und da steht auch, dein Liebesleben geht in die nächste Ebene. Du wirst lernen, was bedingungslose Liebe ist zu dir und anderen Menschen. Du hast es verdient, zu lieben und geliebt zu werden. Lass es zu und es wird geschehen. Sei versichert, du wirst in einer ehrlichen Partnerschaft ankommen. Ja, da wird sich was verändern. Ja, also da, wenn du jetzt da nicht so glücklich warst, auch in Liebesdingen, dann wird es da positiver werden. Und wenn du Single bist, dann zeigt sich jetzt wirklich auch jemand, der vielleicht in dein Leben stolpert. Ja, also schau mal, das ist wirklich eine schöne Karte. Das ist wirklich ganz, ganz positiv. Und hier ist ja auch der Engel mit dem Herzen. Ne? Es geht wirklich um Selbstliebe. Toll, also wirklich schön. Und dann haben wir die Blockadenkarte, Blockadenlöser der Engel von mir als letzte Karte für euch auf der rechten Seite. Ja, und da zeigen sich nämlich auch nochmal die Verstrickungen. Ja? Ursachenkarte, Verstrickungen. Also wenn etwas nicht so läuft, dann kann das wirklich noch mit so alten Bändern zu tun haben. Ja, auch, dass du hin in Rückzug gehst. Alte Bänder im Beruflichen könnte zum Beispiel sein, dass du alte Glaubenssätze hast. Wie ich gerade eben schon angesprochen habe, das Thema, ne, mit diesem, ich bin zu alt, um mich irgendwo zu bewerben. Ich bin nicht gut genug, keiner will mich haben, keiner wertschätzt meine Arbeit. Das sind so alte Glaubenssätze aus alten Verstrickungen, die sich jetzt auch in der Woche lösen können, sichtbar werden können. Kann natürlich auch mal unangenehm sich anfühlen, unangenehm einfach irgendwo auch sein. Arbeite mit der Karte, wenn du sie hast. Ne? Ansonsten, sie ist ja jetzt hier auch in der Kamera, dann kannst du auch wirklich anhalten und damit arbeiten. Die Energien fließen sowieso für euch. Also wenn du dich jetzt für die rechte Seite entschieden hast, dann fließen die Energien ja für dich auch. Und ja, und wirken auch für dich. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Energieübertragung noch mit den Blockadenlöser der Engelkarten, wenn du jetzt dein Thema noch hast. Ich würde sagen, ich nehme auch diese beiden Karten von der Energie her mit rein, ne, für die jeweiligen Seiten, dass ihr die auch dann kriegt. Und wir nehmen jetzt dann die praktisch als zweite Karte dazu und konzentriere dich wirklich auf ein Thema, was du als schwierig empfindest gerade, wo du sagst, boah, das läuft jetzt gerade gar nicht. Und da ziehe ich eine Karte. Ja, und da zeigt sich schon die Fülle, da hat es jetzt total gestockt. Ja, das heißt, es sind viele jetzt noch hier, die das Video schauen, gerade noch so ein bisschen im Mangel, die Fülle sich nicht so ganz erlauben. Ja, passt auch wirklich zu der rechten Seite jetzt besonders gut da mit diesem Jobtechnischen. Da geht es wirklich noch mehr darum, mehr in die Fülle zu gehen, mehr sich die Fülle zu erlauben. Und ja, setz dich vielleicht auch mal auseinander mit der Thematik Geld. Wie denkst du über Geld? Wie denkst du über Fülle im Generellen? Damit diese Fülle eben auch zu dir kommen kann. Ja, wenn du halt ständig im Mangel bist, im Mangeldenken bist und auch immer so denkst, ja, ich habe gerade so genug zum Leben, dann schickt dir das Universum auch eben nicht mehr. Ja, darum geht es wirklich. Setz dich damit auseinander, dass diese Fülle zu dir kommen kann. Aber diese Energiekarte Fülle steht auch für die Fülle im Allgemeinen, also die Fülle deiner Emotionen, ne, dass du auch wirklich dich emotional gut fühlst. Es geht also nicht nur um das Materielle bei dieser Karte, sondern auch die Fülle in deinen Emotionen. Ja, und vielleicht hast du dir jetzt gerade auch ein Thema ausgewählt, wo eben diese Emotionen gerade nicht so stimmig sind. Und dann bearbeiten wir das auch mit dieser Karte. Ich nehme die Pyramide wieder dazu. Und wenn du mitmachen möchtest, also ihr müsst nicht, ne, das ist ja ganz klar, ne, dann, wenn du auch nicht mitmachen möchtest, dann wird dein Energiefeld es auch nicht aufnehmen. Und wenn du mitmachen möchtest, dann entspann dich jetzt einfach und stell deine Füße auf den Boden nebeneinander und setz dich bequem hin, dass du wirklich so ganz bequem sitzt und die Energien fließen dann zu dir. Atme tief ein und aus. Und spür einfach auch mal in deinen Körper hinein, wo du noch Anspannung fühlen kannst. Wo bist du unruhig? Und dann geh einfach mit deiner Aufmerksamkeit an diese Körperstellen, wo du diese Unruhe wahrnehmen kannst. Ja, da kommt ganz viel Erdung auch rein, merke ich. Wow. Ja, wunderschöne Energien. Und ihr könnt auch, ich hatte jetzt auch Anfragen von der letzten Woche. Ich habe übrigens immer so viele Anfragen von euch, auch per E-Mail und per Sprachnachricht, per Facebook. Ja, also ich kann die mittlerweile gar nicht mehr alle beantworten. Und da war auch unter anderem die Frage, ob ihr das mehrmals anwenden könnt, die Energieübertragung hier aus dem Video für die Woche. Natürlich, ja, also du kannst das wirklich auch immer wieder machen. Und wenn du dann auch ein anderes Thema zum Beispiel dir nimmst, bei dem zweiten Mal schauen, dann wird es auch von den Energien her in dein zweites Thema reinfließen. Ja, also das funktioniert, das könnt ihr gerne machen und unterstützt euch natürlich auch immer wieder in der, ja, in der laufenden Woche. Die Energien dann nochmal anzupassen. Ja, oder wenn du unruhig bist, dann geh ruhig nochmal zur Energieübertragung und mach einfach nochmal die 2 Minuten. Und das unterstützt dich einfach dann in deinem, ja, in deinem Sein, ne, in der Woche. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende angekommen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video, und du kannst deine, ja, Impulse für dich mitnehmen für die nächste Woche. Ganz, ganz schöne Energien.
Und ja, wir haben ja jetzt auch bald, wir kommen ja bald in das Mondjahr. Ne? Ende März wechseln wir ja in das Mondjahr. Vorher war ja das Merkurjahr, dann kommen wir in das Mondjahr. Und der Mond steht ja auch für die Weiblichkeit, für die, ja, die auch die Urkraft, die weibliche Urkraft, die immer mehr auch zu uns kommt, die weibliche Seite, Emotionen. Und auch im Energiekreis für den April geht es darum, die, ja, die weibliche Urkraft, auch ganz toll. Diesmal gibt es wieder eine Meditation für euch. Wirklich wunderschöne Energien, die da so kommen. Sehr, sehr kraftvoll. Und ja, ich wünsche euch eine super schöne Woche und schreibt mir auch gerne, wie ihr das Video gefunden habt. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir auch eine persönliche Nachricht. Wie gesagt, ich lese alles, aber ich kann nicht alles beantworten und da nicht traurig sein. Und ja, alles Liebe für euch und bis ganz bald. Tschüss.